Ja, hallo und willkommen zurück zum Alice Madness Returns Let's Play. Ich wollte euch an dieser Stelle einsteigen lassen, weil ich eine Sache wirklich ziemlich amüsant fand. Ich habe an diesem Moment auch einen Screenshot damals bei Facebook gepostet. Und zwar haben wir hier 13 Stunden und 37 Minuten nach dem 40. Part gehabt. Wirklich komplett zufällig. Also das ist schon lustig gewesen. Ja. Naja, wir sehen es. 13 Stunden, 37 Minuten. Fand ich nicht schlecht. Machen wir mal weiter. Ich weiß auch gar nicht, an welcher Stelle wir genau aufgehört haben. Da sind wir auf jeden Fall schon reingegangen. Naja, never mind. Ich weiß nicht. Ja, ich spiele die Stelle kurz nochmal nach. Unter anderem auch deswegen, weil weil ich beim letzten Mal nicht mehr so ganz aufmerksam war, würde ich jetzt mal formulieren. Heißt, ich konnte nicht mehr auf jeden Weg achten. Also ich habe ich denke mal, ich habe mir zu sehr einen Bosskampf versprochen. Ich habe ja noch nie so weit gespielt und war dann so stark fixiert auf so einen Bosskampf, dass ich dann ein wenig überrumpelt von dem nächsten Level war und dann nicht mehr mit vollem Eifer dabei sein konnte. Deswegen begeben wir uns nochmal hier durch die Puppenwelt. Wer mit dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Das weiß jeder. Um das Ganze nochmal aufzufrischen. Also, wer mit dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Geht im Endeffekt darum, dass wir uns gut wappnen sollen, bevor wir mit dem Tod ins Geschäft kommen. Ja, dieses arme Wesen muss ich, glaube ich, nicht mehr weiter erklären. Das ist der Froschweg. Wobei ich das ziemlich lustig finde, dass die Gelenke innen drin gemacht haben, dass sie es einfach nicht nur an dran gesetzt haben. Naja, versuchen wir jetzt mal ernsthaft hier klarzukommen. Wir sehen hier schon mal, das Ganze ist ein Puppenhaus-Szenario. Alles wirkt so sehr auf Puppenhaus getrimmt, aber alles ein wenig heruntergekommen. Jetzt einmal die Katze reden lassen. Ich hätte Selbstständigkeit sein eine Tür. Jetzt hast du es auch gehört. Katze, ey. Wir bewegen uns hier weiter durch. Und da geht's. Ja. Ich muss dieses Nachspielen übrigens immer jedes Mal machen. Ich habe mir einfach gedacht, ich schneide das raus. Es liegt einfach daran, dass Alice Save Points gesetzt hat und man kann nicht an jeder Stelle speichern. Und naja. Jetzt müsst ihr das heute einfach einmal miterleben. Ich werde vielleicht einen Spot drunter setzen, dass ich dann sage, wer das Alte nicht nochmal sehen will, der springt von dieser Stelle hier zu, was weiß ich, Minute 30 oder so. Kein Plan. Ja, dank den vollen Upgrades sind die Gegner hier gar kein Problem mehr. Ich glaube, hier haben wir wieder, ja, das zum Beispiel habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Weiß noch ziemlich genau. Seht ihr, solche Sachen sind manchmal sehr sehenswert. Jedes Kind hat eine Bestimmung. Es ist die Pflicht eines Erwachsenen, jedem jungen Menschen dieser Bestimmung zuzufügen. Ah, da merkt man wieder, dass er so ein bisschen zu bestimmt ist. Okay, also wir merken schon hier, die Dimensionen, wo oben und unten ist, sind nicht immer ganz korrekt hier. Und da oben hängt auch unser lieber Plüschhase. Also was er da gerade sagt, dass jedes Kind eine Bestimmung hat und die Erwachsenen das dem zuführen müssen. Eigentlich sollte es ja so sein, dass jeder Erwachsene dem Kind die Chance gibt, sich frei zu entfalten.
Ist so meine Ansicht. Also, ich glaube, es ist auch irgendwie ein Grundgesetz oder so, dass jedes Kind das ein Recht darauf hat, sich zu entfalten oder so. Auch sowas hier. Habe ich auch nicht gefunden. Beim letzten Mal. Schade, schade. Seht ihr, ich konnte diesem Anspruch einfach nicht gerecht werden, den Alice an einen stellt. Aufgeweckt zu bleiben. Ich glaube aber nicht, dass das alles war hier. Kann ich irgendwie nicht so ganz glauben. Aha. Okay. Wir haben eine Puppenschaukel vor uns. Mit einer Puppe ohne Kopf. Und mit Spikes. Spiky, spiky. Ja, wir haben einen Hebel. Okay. Ach so. Jetzt können wir den hier ziehen. Seht ihr, die ganzen Sachen habe ich beim letzten Mal vergessen. Okay. Einmal können wir da oben weiter und wir können jetzt da weiter. Gehen wir doch da erstmal weiter. Können wir dann nachher immer noch zurück. Die Beweise sind erdrückend. Jedes Geschöpf hat eine Aufgabe. Es ist meine geheiligte Pflicht, jeden jungen Menschen seiner Bestimmung zuzuführen. Sei sie nützlich oder nicht. Verstehe deine Geschichte, deine Mythologie. Jetzt verstehe ich das auch wieder. Wie das auch nochmal hier im Kontext zu verstehen ist. Und zwar sind wir hier ja quasi bei den Kindern aus der Psychologie. Psychiatrie. Oh nein! Ist schon wieder ein Puppenkind hier. Das sind ja alles. Also da waren ja diese ganze Kinderwehr oder wie das hieß. Und das sind ja alles Kinder oder Patienten von dem Doktor. Und deswegen soll das nochmal darauf hinweisen, dass der Doktor irgendwie so einen kleinen Lattenschuss hat. Weil er die ganze Zeit versucht, den Gottkomplex an diesen Kindern ausleben zu lassen. Dass er die Bestimmung von denen kennen würde. Ach ja. Unser verhasster Herr Doktor. Diese Kinder sind mehrschrittig zu töten. Also diese Puppen. Und zwar müssen wir einmal die Arme wegklatschen. Dann vorne den Bauch aufbrechen. Und dann da drinnen wahrscheinlich sowas wie das Herz oder was es sein soll. Zerstören. Aber all das haben wir beim letzten Mal verfasst. Oh. Oh, schön melodramatisch. Aber das ist interessant, es bewegt sich alles in einem und demselben Rahmen hier. Was zur... Okay. Ah, so! Kann ich von hier oben direkt drauf werfen? Müsste gehen. Ich gut ziele. Ja, gut, hat funktioniert. Sehr nice. Nice, nice, nice. Das kann uns ja jetzt auch egal sein. Wir können hier weiter. Wir sind zufrieden. Und all diese Sachen habe ich beim letzten Mal verpasst. Das wäre schade drum gewesen. Immer dieses Kinder... Sagt man Milieu in dem Kontext? Ich glaube ja. Also diese Umgebung. Das ist alles so sehr stark. Den Verstand verwirrt.
einfach, weil man bewegt sich durch ein Puppenhaus. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Das ist ein Puppenhaus hier. Da kommen wir nicht durch. Ich denke mal, das ist auch nichts, was wir mit der Teekanne zerstören können. Ansonsten wäre es jetzt schon markiert worden, ja. Hier haben wir noch eine Plattform, die uns das Ganze nochmal erleichtert. Wir sehen aber, es geht auch ohne. Müssen wir hier weiter? Achso, wahrscheinlich da drüber. Alles klar. Da können wir nicht hoch? Doch, da können wir auch. Geht also auch so. Okay. Was soll hier oben sein? Nix. Auch nicht. Ich guck nochmal hier im kleinen Modus. Ich glaube, hier war nix. Okay, da hinten ist was. Da hinten war so eine Lebkuchenwand. Ah, wahrscheinlich aktiviert uns dieser Schalter hier was. Ja, da drinnen. Alles klar. Alles klar. Dann geht das hier runter. Okay. Was jetzt? Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht so ein langes Bonus-Level sein. Das kann man doch jetzt keiner erzählen. Ich glaube, wir sind schon wieder auf dem Hauptweg. Ich glaube fast, wir sind schon wieder auf dem Hauptweg. Naja, schade. Oder war es jetzt eine Abkürzung oder was? Was ist das? Wo sind wir? Lol, er wirft gerade das Kind ab. So geht das Ganze doch am einfachsten. Oh, nur das Herz weg. Das Herz muss noch weg. So, ein Problem weniger. Hey, nicht cool. Mir gefälligst was, womit ich deine Panzerung abbrechen kann. Oder sowas. Ja, glaubt du, du kannst dich verteidigen. Ich glaub das mal. Haha. Na komm, zeig. Zeig was. Mhm. Oh, wie super. Einfach zwei Gesichter in einem Schub durchgeballert. Das kann doch nicht alles noch Bonus-Track sein. Also Bonusweg. So unglaublich viel. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen, wohin uns das führt. Was macht meine Kamera denn auf einmal? Die ist gerade einfach weggeswitcht. Komisches Vieh. Okay, hier scheinen wir später nochmal durch zu müssen. Okay.
Hier wird wahrscheinlich irgendwann so ein Puffer-Teil sein. Aber unter welcher Bedingung? Was müssen wir dafür tun? Diesen Schalter zum Beispiel. Ach, das Pendel da unten ist ein Mund. Das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. La 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 la. Was zur... Ist gerade zugegangen? Na gut, Katze, rede mal. Das wirklich Gesuchte wird meist gefunden, wenn es denn findbar ist. Das wirklich Gesuchte wird meistens gefunden, wenn es denn findbar ist. Okay. Was wir denn so suchen, finden wir wahrscheinlich im nächsten Part raus. Und ich glaube, ganz ehrlich, bei den vielen Teilen, die hier rumpendeln, das ist kein Geheimgang. Ich frage mich da auch wirklich, was für ein Weg wir letztes Mal gegangen sind. Oder das alles davor war. Ach Gott, ich hab gar keinen Plan. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Ja, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Part. Ciao.